Ach, das wird bestimmt ein heiteres Spiel. Was diese Intros immer mit den danach folgenden Videos zu tun haben. Liebe Leute, ich glaube, wir sollten aufhören, so zu tun, als hätte ich einen Plan von dem, was ich hier tue. Auf jeden Fall spielen wir jetzt Colina Legacy. Wer Colina ist und was es mit ihrem Erbe auf sich hat, sehen wir wahrscheinlich nicht in diesem Video, da das nur eine kostenlose Demo ist. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Wenn deine Batterien fast leer sind, such einen Auflader, um sie aufzuladen. So ist das also. So beginnen wir diese illustre Reise in diesem sogenannten Ambiente. Aber hey, wir spielen in Third Person, das ist doch mal was Neues. Na, junger Mann, wer bist du denn? Bist nicht so gesprächig, ne? Aber du siehst ganz gut aus, wenn man das mal so sagen kann. Wobei, also von vorne geht's, von der Seite wird dann doch recht deutlich, dass der Mensch vom Affen abstammt. Aber liebe Leute, das soll uns nicht weiter aufhalten. So begeben wir uns also abermals in die ganz alltäglichen Abenteuer von Colina Legacy auf der Suche nach dem Lichtschalter, denn hier ist es scheiße dunkel. Ja, das ist die Küche. Bist du neu hier? Mom? Die ist offensichtlich nicht hier. Aber guck doch nochmal genauer nach. Du kannst auch gerne nochmal rufen. Aber du belässt es dabei, ne? Mensch, du bist ziemlich geduldig, mein junger Freund. Das muss man dir lassen. Ich hätte schon länger rumgeschrien oder sowas in der Art. Ah, wir können E drücken, um mit Sachen zu interagieren. So ist das also. Das ist ja ganz was Neues. Wie wär's denn hier mit diesem unglaublich genialen Bananenschreien, Alter? Eine Ode an kaliumhaltiges Obst. Sehr gut. Oh, wir haben den ersten Zettel. Können wir den aufheben? Ich kann das noch nicht aufheben. Vielleicht, wenn ich einen Rucksack hab. Bist du behindert? Okay, also... Gut, ich meine, er ist geduldig, er sieht zumindest von der Seite aus ein bisschen wie ein Affe, aber er hat auf jeden Fall seine Prinzipien, das muss man ihm lassen. Ne, wa? Okay, dann geht's mal weiter. Dude, ich muss leider schweren Herzens gestehen, dass deine Mutter nicht hier ist, sonst wäre hier abgewaschen. Glaub mir, ich kenne mich aus mit Müttern, habe selber eine. Aber vielleicht offenbart ja dieser Raum noch etwas anderes. Wie wär's denn mit diesem Ei dort oben? Obwohl, Ei ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, das sieht ziemlich eckig aus, aber naja, vielleicht hat da jemand ein kleines Pappei reingebastelt. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ich vermisse Omas Kochkünste, sagte er und starrte auf diese äußerst verschimmelte, widerliche Ecke. Naja gut, dann, du hast auf jeden Fall ein komisches Timing hier am Start. Dann gehen wir mal raus und gucken, was uns so im Flur erwartet. Ich vernehme Rammelei aus dem Schlafzimmer. Vielleicht ist deine Mutter dort oben, mein Lieber. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. Oder nein, 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 lass es lieber. Das wird ziemlich peinlich. Okay, liebe Leute, und jetzt fängt die Musik an, sich zu verändern. Wir bekommen die Spooks, die unseren Nacken heruntergleiten. Oh, und werden mit dem traurigen Schicksal konfrontiert, dass wenn wir dieses Haus verlassen wollen, das leider schlecht aussieht. Just saying. Also, kommt nicht auf dumme Ideen. Na gut, dann begeben wir uns mal in die Peinlichkeiten und schauen mal die Treppe hoch. Es ist fucking dunkel. Können wir das bitte ein bisschen heller machen? Nein. Nein. Es ist auf maximaler Helligkeit. Ich möchte so spielen. Dankeschön. Dankeschön, Spiel, für diese Option. Das ist wirklich herrlich. Ich sehe schon auf YouTube Colina Legacy Blind Challenge. Kann ich das jetzt wieder zurückmachen? Ja, kann ich. Danke sehr. Okay, dann schauen wir mal, was im zweiten Stock so vor sich geht. Mutti, ich komme jetzt. Mach dir ein Handtuch um. Mal da rein, Alter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, er glotzt erstmal die... Oh, okay. Okay, das hat gerattert. Man hat es richtig gesehen, wie er gerade überlegt hat, ob er das Richtige tut. Meine... Oh, Alter. Wir haben Suchscheinwerfer gefunden. Ja, holy shit, du. Okay, liebe Leute, das ist, wir haben jetzt alles, was man so braucht. Okay, mit F kann man die aktivieren. Das ist ja, was hast du da für ein Ding? Ah, okay, die Batterie. Gut. Was haben wir hier? Ich kann das noch nicht aufheben. Vielleicht, wenn ich den Rucksack habe. Oh, Dude, was ist denn mit deinem Rucksack los? Sag doch mal. Was hast du denn mit dem? Was ist denn da drin? Irgendwas, was deine Mutti nicht finden soll? Oh, der Rucksack. Yes! Wir können Dinge auflesen. Sehr gut.
Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt habe ich einen Rucksack. Okay, Batteriecharger. Batterien. Noch irgendwas? Die Blumenvase vielleicht? Nein? Okay, Tab, um ins Inventar zu gelangen. Wow, das ist kein Rucksack. Das ist eine fucking Mappe. Okay, können wir jetzt die Zettel nehmen? Oh, eine Glückwunschkarte zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Oma. Wow, das ist schon dein 68. Geburtstag. Ich vermisse dich und wünsche mir, dass du hier sein könntest. Ja, Mom und Dad vermissen dich auch. Aber sie werden es nicht zugeben. An incredibly thick head she's got. Okay, ja, sie ist ein ziemlicher Sturkopf. Ich wünsche, ich könnte hier damit aufhören und nachzusehen, wie es dir geht. Ich meine, sie ist deine Tochter nach allem und ich weiß, was zwischen euch passiert ist, aber Mom wird das niemals sagen. I just know it's about... Ich weiß nur, dass es um mich geht. What? Okay, warum sage ich das hier eigentlich? Das ist eine Geburtstagskarte. Was? Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Mom weiß nicht, dass ich diese Karte versende. Ich werde Ärger kriegen, wenn sie es rausfindet. Ich möchte dich nur wissen lassen, dass ich dich vermisse. In Liebe, Alex. Okay, Alex, das ist ja eine sehr schöne Geburtstagskarte. Also, wenn ich deine Oma wäre, also, ich, ja, würde mich fast so freuen wie die FPS, die gerade so ein bisschen ausgerastet sind. Aber Leute, das habt ihr nicht bemerkt. Eine Paralleldimension tut sich vor unseren Augen auf. Was krabbelst du herum im Schlafzimmer deiner Mutter? Was ist denn das alles? Das Amulett von alten Gott. Was hast du für Zeug in deinem Zimmer rumliegen? Oder ist das, also ist das dein Zimmer oder ist das Schlafzimmer deiner Mutter? Das sieht nicht sehr männlich aus, wenn du mich fragst. Oh Gott, schöne schwarze Satin-Bettwäsche. Na gut, haben wir hier noch irgendwas? Alchemist's Tale. Es reagiert auf Licht. Ich kann noch nicht verstehen, warum, aber es tut es. Okay. Ich kann diese Glyphen sehen, die durch das Amulett scheinen. Diese Glyphen haben irgendwie Macht in der Vergangenheit. Das sind alte Zeichen, irgendein Gott, bla bla bla. So eine Art Siegel. Sie versiegeln eine Gottheit. Okay. Aber was ist das für eine komische Sektenscheiße hier, Alter? Hm? Erklär dich mal. Nee, ne? Du schmunzelst. Okay, ja, war doch irgendwas, oder? Eine Schatulle. Die Schmuckbox von der Oma. Da muss man einen Code... Och nö. Moment mal. Wir sind Alex. Nee. Errungenschaft freigeschaltet. Obvious. Offensichtlich. For real? Dining Room Key. Was passiert hier? Was geht? Was ist mit dem Spiel los? Okay, ich... Gib mir mehr. Okay, das Amulett wird versteckte Geheimnisse freischalten an diversen Objekten. Geheimnisse, so ist das. Wir können eigentlich mal unsere Taschenlampe benutzen. Okay, können wir damit doch irgendwas machen? What? Das allsehende Auge, es ist da. Ich hab doch gesagt, Sektenscheiße. Was machen wir hier? Spielen wir Ghostbusters oder so? Okay. Wir müssen nach versteckten Symboliken Ausschau halten. Und was können wir dann machen? Ja, das ist die Frage. Danke, Spiel. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Rucksack. Das ist ja schon mal sehr viel wert. What? Ich sehe hinter mich. Wer quatscht denn hier? Der Wecker oder was? Oh nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das ist, verspricht nicht unbedingt das interessanteste Gespräch zu werden. Okay, in den Schränken sind manchmal nützliche Items. Keep exploring the Sphinx Beckons? Fick die Sphinx, Alter. Was habe ich mit der Sphinx zu tun? Ich kann das nicht mal aussprechen. Oh, wer bist du denn? Sieht aus wie ein Vertreter einer längst vergangenen Epoche von vielen Nobelpreisträgern. Jene Gesellschaftsschicht, in der wir zu gelangen suchen, aber niemals werden. Ja, guck's dir an, mein lieber Freund. So wirst du niemals sein. Warte mal. Der dreht irgendwie so seinen Kopf. Moment. Ey, Schlappschwanz. Was hast du zu mir gesagt?
Ich habe mit deiner Mutter geschlafen. The fuck? Okay, okay. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Glyph. Können wir damit jetzt hier irgendwas... Können wir den... Wow. Wow. Was habe ich getan? Ist das jetzt offen? Ja, scheinbar schon. Nice. Auch wieder schwarze Bettwäsche. Mensch, ihr habt einen richtig heiteren Haushalt. Oh, hier können wir doch noch mehr Scheiße machen. Oh, haben wir das jetzt geöffnet? Da drin ist doch bestimmt irgendwas. Irgendein Zettel, den niemand interessiert. Oh, ein Kinderreim. Oh mighty, who might it be? If not the sun and sea. Oh mighty, who might it be? It's the stars who brightly glee. Oh mighty, who might it be? The children run and hide and flee. Oh mighty, who might it be? The moon, sun, it came for me. Bam. Das war aber schön. Da habt ihr euch aber Mühe gegeben. Oh, was haben wir hier? Eine Zeichnung. Gib die mir. Granny, me und Mom. Ach, schön. Jetzt noch ein bisschen heller, dann sind wir alle zufrieden. Sehr süß. Okay, irgendwas ist hier mit der Oma. Und irgendwie war aber noch was mit einem Mädchen, oder? Ah, da haben wir ja die nächsten Glyphen, liebe Freunde. Die werde ich einsammeln. Ach, sowas von. Nein. Nein. Nicht. Okay. Kann... What? Was? Ich check das Spiel nicht. Hier passieren einfach random Sachen, die ich nicht verstehe. Was ist los? Okay, ich gehe mal unten gucken. Da war, glaube ich, noch eine Tür, die ich übersehen habe. Vielleicht finden wir da noch eine Antwort. Oder Opa, guck dich so dumm. Ich werde nicht schlauer. Das liegt an meinem Aussehen. Okay, dann... What? Hi? Was? Hör doch mal auf! Oh mein Gott! Nö, ne? Ah, machst du nicht? Hi! Na? Das finde ich aber nicht nett, mein Freund. Okay, was soll ich denn jetzt mit dir machen? Na, willst du mit in mein Schlafzimmer? Nein! Ach ja, genau, lies das erstmal. Ist richtig. Ach du Scheiße. Übertreib! Okay, liebe Leute, leider musste ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen, weil ich unglücklicherweise in der Mitte dieses Raumes gespawnt bin. Leider auch unser hübsch leuchtender Glyph hier an der Tür, den man nur von dieser Seite aus einsammeln kann. Das heißt, ich war in besagtem Raum gefangen. Ein Hoch an dieser Stelle auf die Speicherpunkte. Dankeschön. Na gut, es ist eine Demo. Also kümmern wir uns mal an dem Holzkopf da unten, der nichts Besseres zu tun hat, als uns zu nerven. Und ich hoffe mal, dieses Mal werde ich Erfolg haben. Der hat ein Symbol auf der Brust. Das heißt, ich kann ihn wahrscheinlich irgendwie wegmachen und das werde ich jetzt auch tun. Zeig dich. Nach einem dezenten Blick über unsere Schulter. Ja, genau, du. Ach, komm schon. Hör mir bitte nicht die Ohren voll. Tanze Po, Boogie, Boogie. Ja, ja, ich weiß das schon. Oh ja, da funktioniert was. Nein, bam, Junge. Get fucking wrecked, Bitch. I, raus da. Weg da. Weg da vor meinem Schritt. Okay. War nett, deine Bekanntschaft zu machen, aber nicht gerne wieder. Okay, dann gehen wir mal hier durch diese Tür, von der ich glaube, dass ich den Schlüssel dazu oben in Großmutters Schmuckkästchen eingesammelt habe. Was auch immer. What the fuck? Was auch immer ein Schlüssel im Schmuckkästchen zu suchen hat, aber Leute, für diese Frage ist jetzt an dieser Stelle keine Zeit. Gehen wir rein und schauen, was ich... Dahinter. Okay. Das war ja gar nicht mal so geil, ne? Also, okay, ich habe echt krasse Probleme, das gerade zusammenzufassen. Der redet von irgendeiner Sphinx, irgendeinem Gottesamulett, der hat da mit irgendeiner komischen Sektenkacke zu schaffen in seinem Zimmer, findet das alles völlig normal. Und auf einmal spawnen irgendwelche Puppen in seinem Haus und greifen ihn an, während er mit seiner super-duper Taschenlampe, die ich übrigens auch gerne haben würde, da alles voll leuchtet und auf einmal explodiert was. Und dann haben wir irgendwas eingesammelt und ach so, da liegt doch ein Zettel. Fuck it, okay. Gut, liebe Leute, das war wirklich grandios. Also ich meine, ich bin ja ein Fan von, ich sage mal, neuen Konzepten und neuen Ideen. Ja, das hatten wir ja bei Notes of Obsession gesehen. Da war das so ein bisschen ähnlich gemacht mit den Symbolen. Leider aber tausendmal besser, weil dieses Spiel ließ auch so ein bisschen performancemäßig hier zu wünschen übrig und war jetzt, ja, also ich sag mal, der Grusel hat sich in Grenzen gehalten, also formulieren wir es mal freundlich. Okay, ich weiß echt nicht, ob ich die Vollversion zu diesem Spiel kaufe.
Vermutlich nicht. Vermutlich schafft es mein Rechner auch nicht, wenn die hier nicht ein bisschen optimieren. Aber lasst mir gerne mal dazu eure Meinung unten in die Kommentare da. Es war ja ganz nett für so 10 Minuten. Dann hat es ein bisschen genervt. Okay, liebe Leute, ich will euch nicht voll labern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Tschüss.